Freunde, was geht ab? Ozzy hier von Chijami. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es heute um den Hukain Fruit Ninja. Wie Hukain selber sagt, sind hier drin 18 verschiedene XXL Fruit Combos. Also, was das bedeutet, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Also Freunde, kommen wir mal zum Tabak. Offiziell sollen, wie gesagt, 18 verschiedene Sorten da drin sein. Ich habe schon dran gerochen und ich sag euch, es ist nicht einfach rauszuriechen, was genau drin sein soll. Also die Jungs haben nicht gelogen, wenn sie sagen, da sind wirklich sehr, sehr viele Aromen drin. Also auf der Zahl genau 18 Stück. Wenn ich daran rieche, also ich kann euch höchstens eine Richtung geben. Also eine Richtung geben, wo ich denke, dass das drin sein könnte. Und das ist meiner Meinung nach Ananas, Banane, irgendwas Cremiges. Also ich habe von Hukain gelesen, muss ich sagen, dass auf jeden Fall ein Schuss Karamell drin sein soll. Beim Geruch rieche ich zwar etwas Cremiges, aber ob es Karamell ist, ja, hätte ich das nicht sagen können. Aber auf jeden Fall riecht es so ein bisschen so cremig im Sinne von, im Vergleich zu diesen Campino-Bonbons zum Beispiel. Also kennt ihr diese weißen Campino-Bonbons, die es eigentlich in Erdbeer und einmal in dieser gelben Farbe gibt. Und das riecht für mich nach diesen Bonbons in der gelben Farbe einerseits. Andererseits könnte da auch irgendwas mit Kokosnuss drin sein. Das ist das, was das Cremige eben ausmacht. Also wenn man auf das Label schaut, sieht man im Hintergrund eine Banane. Das rieche ich auf jeden Fall raus. Also Banane ist auf jeden Fall mit dabei. Eine Zitrone. Ich glaube eine Melone und noch irgend so eine Art Limette oder so. Wobei ich es wirklich im Vordergrund nur Banane, Ananas, cremig, bisschen Zitrone rausrieche, sowas in die Richtung. Ich glaube auch noch Erdbeer, also wenn ihr mich fragt, könnte auch noch Erdbeer drin sein. Also Erdbeer, Banane, Ananas, Kokos, irgendwie sowas in diese Richtung. Aber ich könnte euch jetzt nicht sicher sagen, was genau drin ist. Aber es riecht wirklich sehr, sehr interessant. Das ist ähnlich wie bei African Queen. African Queen sagt man ja auch, es sind 18 verschiedene Aromen drin. Und ich muss sagen, von der Richtung her ist es gar nicht mal so weit hergeholt. Ich glaube sogar eher wie der African King anstatt den African Queen. Aber mit dem Unterschied, dass es hier ein bisschen cremiger ist und fruchtiger. Also diese African Queen Sachen gehen ja eher in die komplett beerige Richtung. Hier ist das wirklich viel mehr Frucht. Und wenn ich das jetzt rauche, also ich bin ja schon dabei, kommen wir mal zum Geschmack. Ich glaube, geschmacklich werden auch viele verschiedene Meinungen haben. Also wenn ich jetzt daran rauche, kann sein, dass es auch Kopfsache ist, weil ich das rausgerochen habe, so meinem Empfinden nach, dass mir eher nach Pina Colada sogar schmeckt. Also ich schmecke auf jeden Fall diese Banane raus mit dieser, meiner Meinung nach, Erdbeere. Bisschen Joghurt-Creme-mäßiges, also irgendwas Cremiges ist auf jeden Fall mit dabei. Aber nicht irgendwie im Vordergrund. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie raucht und man hat irgendwie ultra das cremige Aroma im Mund, wie bei White Cake oder so. Das ist gar nicht der Fall. Also es ist wirklich eine Fruchtbombe. Aber es ist für so ein Review wirklich sehr schwer, euch zu erklären, nach was das schmeckt. Trotzdem könnt ihr davon ausgehen, dass man einen Bananetabak hat mit vielen verschiedenen Früchten. Ein paar Beeren sind im Hintergrund, könnten auch mit drin sein, weil das ist schon eine gute Mischung aus diesen ganzen Aromen. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist ein Fruchtcocktail. Also am einfachsten ist zu beschreiben, wenn man sagt, es ist wirklich eine Hommage an verschiedenen Früchten. Er ist jetzt nicht ganz so frisch. Es ist eine leichte Kühle mit dabei. Also ein bisschen frisch ist es. Aber es ist eigentlich gar nicht so präsent, dass es sehr, sehr kühl ist im Hals, was ich aber sehr gut finde. Weil bei so einer Fruchtmischung müsste es nicht unbedingt viel Eis oder Menthol sein. Also ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Es ist eher eine richtige Fruchtbombe, muss man dazu sagen. Aber wirklich, wirklich schwer zu beschreiben. Ich könnte es jetzt auch nicht vergleichen mit irgendeiner anderen Sorte, außer vielleicht African King, Queen, aber viel mehr Fruchtanteil. Das andere, wie gesagt, viel mehr Beere, das ist viel mehr Frucht. Wirklich sehr, sehr schwierig, aber es ist wirklich sehr lecker. Also wer auf Fruchtaromen steht und solche Experimente mag mit vielen verschiedenen Aromen und ich glaube, dass der in 20 Minuten nochmal anders schmecken wird als jetzt am Anfang, der sollte den auf jeden Fall mal probieren, weil es ist meiner Meinung nach irgendwie nach jedem Zug eine neue Überraschung. Also Hukain hat da wirklich
gute Arbeit geleistet. In letzter Zeit gefallen mir generell die ganzen neuen Sorten, die sie rausbringen, sehr, sehr gut. Und jetzt in dieser Fruchtkombo haben die auch eine gute Mischung gefunden aus wirklich sehr vielen Früchten, ne? Und ein bisschen Eis und Creme im Hintergrund. Oft ist ja der Fall, wenn man so viele Früchte mischt oder man sagt, man hat irgendwie 18 Aromen in einem Tabak, dass man irgendwie gar nichts mehr schmeckt oder man schmeckt einfach nur ein Wirrwarr aus irgendeinem Aroma. Hier schmeckt man auf jeden Fall, dass es etwas Fruchtiges sein soll. Eine Fruchtexplosion kann man schon sagen. Aber für mich bleibt es dabei: Banane, Erdbeer, bisschen Creme, bisschen Kokos, glaube ich auch, bisschen Frische, was aber auch diese Zitrone mit da drin sein kann. Und ja, also das wäre jetzt so mein Empfinden. Auf jeden Fall ein Versuch wert. Der Tabak ist auf jeden Fall nicht schlecht, wirklich sehr, sehr gut. Geraucht wird halt ganz normal im Little Funnel, wie eigentlich oft momentan, in einem Callout 1 Plus. Also wer cremige Fruchtsorten mag, wobei das cremige, wie gesagt, nur sehr, sehr leicht ist, dann soll es sich mal einfach mal probieren, die Sorte. Kann ich mal gerne selber testen und sagen, was er davon hält. Ansonsten, Freunde, viel mehr gibt es zu diesem Tabak auch nicht zu sagen. Ich kann euch jetzt viel erzählen. Am Ende des Tages ist es sowieso Geschmackssache. Wir müssen den Tabak einfach mal selber probieren. Wenn ihr Frucht mögt, probiert ihn aus. Ansonsten war es das von mir, Leute. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Außerdem, mir ist aufgefallen, dass circa 90% meiner Zuschauer noch nicht mal Abonnenten sind. Also, Freunde, die, die gerade zuschauen und noch nicht abonniert haben, lasst gerne mal ein Abo da. Auf Ehre, auf Liebe, auf was auch immer. Klickt einfach auf Abonnieren, es kostet nichts. Ich habe nur gesehen, dass die meisten meiner Videos, die geschaut werden, einfach nicht mal Abonnenten sind. Also, wer auch immer da hinten auf dem Bildschirm sitzt und gerade zuschaut, wenigstens ein Abo da lassen. Kommentieren wäre auch super. Liken sowieso, ihr wisst ja selber, wie das ist. Auf jeden Fall war es das von mir, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, viel Spaß, bleibt gesund. Ciao, ciao.